So, du Typholetta, was geht? Ich warne dich, Außenseiter. Zeige gefälligst Respekt. Oh, shit. Nein, vergessen. Ihr mit euren Kackroben, Mann. Da. So. Okay. Mit was zu sprechen bekommen wir nicht. Ich hoffe, du bist jetzt glücklich. Ist es wichtig? Aufgabe? Ihr habt euch bei der Bananenangelegenheit ganz gut geschlagen. Ihr wisst, wie man Ergebnisse erzielt. Das gefällt mir. Sehr gut. Heute sollt ihr unter Beweis stellen, wie ernst es euch ist. Ihr werdet bereits gemerkt haben, dass nicht nur Assassinen diese Burg bewohnen. So können wir überleben. Doch jeder hier hat gezeigt, dass er im Mindesten der Bezeichnung Mörder wert ist. Was muss ich dafür tun? Ich will kein Mörder werden. Ich habe noch nie jemanden getötet. Eine Handelskarawane aus Katar hat den Fehler gemacht, hier in der Nähe eine Pause einzulegen. Offenbar verlieren sie die Angst und den Respekt vor uns. Und das dulde ich nicht. Ich will, dass ihr zu dem Rastplatz geht, alle Händler tötet und ihr Handelsgut zu mir bringt. Nehmt Kiki mit, wenn ihr Hilfe braucht. Und jetzt zieht von dann. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ich brauche keine Hilfe. Hey, Prinzessin. Hallo, ich bin eine Prinzessin. Ich will aber auch auf jeden Fall mal gucken. Der Wind wispert. Oh, aktuelle Aufgabe. Du darfst die Würmer da draußen ausweiden? Wieso du? Da kommt der Spaß schon mal zu uns und man ist trotzdem zum Zuschauen, verdammt. Tja, hättest du wohl gerne, hä? Sag mir jeder was zur Aufgabe? Das vor. Nein, okay, nicht jeder, aber bestimmt der Typ in Katar hätte uns auch etwas zu sagen. So, oh, warte, Alberto, habe ich schon mal... Was ist? Achso, mit dir habe ich schon mal gesprochen, ja. Ich habe mich gerade eben nur gefragt, weil so oft die anderen Charaktere ständig irgendwas erwähnen von wegen so, ja, Alberto, oh, der Ausbilder, aber der denkt nur an sich, oh, Alberto. Deswegen, mit dem wird es bestimmt auch irgendwann mal nochmal etwas zu tun geben. Ah, der Neue, was wollt ihr? So. Wo sollte das jetzt sein? Wo ist die Karawane? Hat sie mal eine Himmelsrichtung? Ich glaube, ich muss Kiki doch mitnehmen. Gezwungenerweise. Hallo. Da steht nur, ein Assassine ist in erster Linie ein Mörder. Darum soll ich eine Handelskarawane überfallen, die Leute dort töten und alles erbeuten, was ich finden kann. Ja, und wo? Hat sie nicht gesagt, irgendwie im Süden oder irgendwie sowas? Ich rede nochmal kurz mit ihr. Na toll. Ihr wisst, was... Nein, eigentlich nicht. Okay, pass auf. Dann, ich latsche nochmal zu Kiki und dann nehmen wir halt Kiki mit. Mein Gott, was soll's. Kiki. Oh, ihr seid... Natürlich komme ich mit euch. Ich weiß. Nicht, dass ich eine Wahl hätte. Aber ich finde schon, dass ihr wissen solltet, dass ich das freiwillig mache. Ich meine, dass man mich nicht zwingen muss, in eurer Nähe zu sein. Ich betrachte es als Ehre. So, haben wir jetzt, wir haben trotzdem keinen Questmarker, oder? Ich nahm Kiki mit. Aber der rennt mir nur hinterher, der sagt mir auch nicht, wo es ist, oder? Manchmal fange ich auch einen Satz an und weiß nicht, wie ich... Dammit! Oder ich vergesse einfach, was ich... Wo? Wo sind sie? Okay, pass auf. Ich hoffe, dass Kiki die jetzt nicht irgendwie automatisch angreifen wird, sobald wir da aufkreuzen, sondern dass ich noch die Chance habe, irgendwie kurz Hallo zu sagen oder so? Im Assassinengewand? Achso, meint ihr die da damit? So nah schon? Sind die direkt da hinten, oder? Die sehen eigentlich von hier aus wie ganz normale Banditen, ehrlich gesagt. Hallo? Hallo? Hallo. Na, was geht bei euch? Ihr scheint es Wie nicht wert das zu sein, befinden? Dass ich mit euch spreche. Karawanenführer, Das ist so ermüdend. Nein? Niemand will mit mir reden. Really? Dann grabe ich mal in euren Sachen rum. Ich habe keine Zeit für euch. Echt? Ihr habt nichts dagegen, dass ich alle eure Kisten mitnehme? Okay. Okay, ich kann sie leider nicht ansprechen, also keine alternative Lösung oder so. Kiki, komm mal mit. Machen das von ganz weit hinten, Baby.
Wir nehmen sie von ganz weit hinten richtig heftig durch. Pass auf. Fuck! Merken die echt nix? Fuck you so much. Hört auf, die ganze Zeit rumzulaufen und bleibt endlich mal stehen. Fuck. Komm schon. Ja. Ich habe noch nie so viele Pfeile daneben geschossen. Die sind auch nicht auf mich zugerannt gekommen oder so. Meine Fresse, die sind die ganze Zeit links, rechts, vorne, zurück. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ihr habt mich wahnsinnig gemacht. Was soll das denn? So, ich habe die ganze Karawane getötet. Ja, natürlich. Oh, Käsestück. Oh, Wildbret brauche ich noch für die andere Nebenquest. Die ich dann abgeben werde im Stream. Für unsere Köchin aus der Burg werde ich das dann machen. Oh, man! Guckt euch das an, meine Güte. Aber hier immerhin Bananen. Bananen. Und ich bekomme zum Teil die Pfeile wieder zurück. Und weißt du was? Ich glaube, die Silberpfeile nehme ich auch mal mit. Und die Bananen nehme ich sowieso. Warte. Ich hatte doch noch jemanden Bogen, oder? Na genau, guck mal. Puh. Nochmal einen Arsch gerettet. Gut, dass die Pfeile dabei hatten, weil... Bei mir wurde es langsam echt eng. Ich habe schon angefangen, meine Reste an Pfeilen zu nehmen, aber wenn ich Silberpfeile habe, umso besser. Und sobald ich wieder in Tamriel bin, werden richtige Pfeile gekauft. So, Kiki, vielen Dank für deine Unterstützung. Ich meine, im Questlog-Eintrag stand jetzt dabei, ich habe alle Leute der Karawane erledigt. Das klingt eigentlich so ein bisschen danach, als ob ich auch nur einen hätte töten können und sie dann damit vertreiben oder so. I don't know. Das war sowieso weird, weil sie mich gar überhaupt nicht angegriffen haben. Ich war total verwirrt. Vielleicht war ich genauso hinter der Bergkuppe? Die sollten sich was schämen? Jeder untote Licht, den ich schon vorher am Sack kleben hatte, ist längere Zeit hinter mir her als irgendwelche normalen menschlichen Wesen. Die Lichts haben einfach übernatürliche Kräfte, mit denen sie mich verfolgen, glaube ich. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ist es wichtig? So, okay. Ich hier. Ist es wichtig? Natürlich ist es wichtig. Es ist immer wichtig. Die Aufgabe. Wie ich sehe, habt ihr Beute gemacht. Die Händler sind tot, bis auf den letzten Mann. Wunderbar. Das wird ihnen eine Lehre sein. Ein Sklavenhändler in Katari, Lalovis, weigert sich, mit uns Geschäfte zu machen. Ich habe das alles schon Alberto erzählt. Geht und redet mit ihm. Oh, nice. Sehr gut. Was, Tadif, der Ausbilder, verlangt euch zu sehen? Aber da stand, sie hat doch gesagt, Alberto soll ich sprechen. Okay, ich rede einfach mal mit Gleichen. Was? 6 Kisten entfernt? Okay, alles klar. Super. Jetzt kommt eine Quest nach der nächsten. Oh, schöne Dehnübung. Machst du ausgezeichnet. Oh, Baby. Oh, yeah. Oh, ihr seid's. Du willst mir nichts zu dem Auftrag gerade eben sagen? Okay. Also, ich will einmal mit Alberto und einmal mit Tadif. Ich rede einfach mit beiden. Tadif war der Typ, der, glaube ich, am Anfang stand. Alberto weiß ich nicht. Nein, Seldith. Nee, das war Tulek. Auch einer mit T, aber nicht Tadif. Wo seid ihr beiden, ihr Säckelonger? Nice, Alberto? Tifola schickt dich. Habe ich recht? Du siehst auch aus wie jemand, der sich dringend bei der Obrigkeit einschleimen sollte. Tifola ist dafür sehr empfänglich. Ich übrigens auch. Wenn du also die Möglichkeit siehst, hier und da mein überlegenes Genie zu wertschätzen, lass dich nicht aufhalten. Ja, okay. Klar, ich bin ein guter Lügner. Au! Oh! Dann halte besser ganz den Mund und hör einfach nur zu. Ich bin hier wegen Rila Lubis. Ach, die Sklavenhändler sind in Ordnung. Wir machen oft Geschäfte mit ihnen. Auch mit Lubis. Aber plötzlich macht er einen Rückzieher. Auf einmal sind die Sklaven atmende, fühlende Wesen, auf die man aufpassen muss. So ein Müll habe ich das letzte Mal vor der Annullierung meiner Ehe gehört. Tifola fürchtet jetzt, andere könnten sich uns auch widersetzen und will Luvis etwas zum Nachdenken geben.
Und zwar, dass es seinen Sklaven noch viel schlechter ergeht, wenn er sie uns nicht verkaufen will. Brich in sein Haus ein und entführe seine 4 persönlichen Sklaven. Die bringst du dann weit raus aus der Stadt in die Dünen, verwirrst ein wenig ihre Orientierung und lässt sie dann irgendwo zum Sterben zurück. Oder... Oder? Oder du gehst vorher einen Freund von mir besuchen. Kulim. Er kommt von drüben und stellt keine Fragen. Du kannst ihm sagen, dass du 4 wunderbare Sklaven verkaufen willst und dass er vor den Stadttoren auf dich warten soll. Dann beschaffst du die Sklaven, bringst sie zu ihm und wir teilen das Geld. Kulim ist ein echter Kenner und wenn Luvis nur halb so sklavenfreundlich ist, wie er tut, wird reichlich was für uns abspringen. Die Fola und Luvis werden glauben, die Sklaven seien tot und wir zwei hier freuen uns über unser Taschengeld. Es ist deine Entscheidung. Oh, das ist mal eine geile Quest. Mir gefällt richtig gut einmal, dass ich so diese scheinbar Anführerin der Zwillingsfackeln gefunden habe und mich da schon entscheiden konnte zwischen stirb oder weißt du was, vielleicht ist deine Sache gar nicht mal so schlecht. Und wenn ich das jetzt hier richtig verstanden habe, kann ich entweder die Sklaven mitnehmen und sterben lassen draußen in der Wüste irgendwo. Warte, dann das mit Tardif machen wir gleich. Ich möchte zuerst mal die Quest hier machen. Und genau, ich kann sie rauslocken, sterben lassen. Oder der andere Typ, wie hat er das formuliert? Dass die sind auch relativ freundlich. Oder der eine Typ scheint relativ freundlich zu Sklaven zu sein. Also ist er auch ein Teil der Sklavenbefreiung, nehme ich an? Oder irgendwie sowas? Wir müssen mal gucken, mal sehen, wie der reagieren wird. Und er gibt Geld dafür aus, um Sklaven befreien zu dürfen, zu können, was auch immer. Okay, sehr gut. Ich find's gerade immer noch Hammer, dass ich die Elefanten zum Schnellreisen benutzen kann. Von Kadar und wieder zurück. So. Sehr gut. Dann... setze Wüste aus oder verkaufst du sie an Kulim. Ich weiß jetzt nicht, ob da einfach nur ein normaler Sklavenhändler ist oder ob der vielleicht auch Teil der Zwillingsfackel ist. Fände ich cool, wenn man so die gesamte Questreihe, wenn es immer was mit Sklaven zu tun hat, sich entscheiden kann, was für eine Richtung man eher tendiert. Kulim. Aber er hat nicht gesagt, wo genau Kulim hier ist, oder? Ah, ich habe 2 Questmarker. Okay. 2 Questmarker. Kulims Haus. Und gleich da hinten dran ist Duns Haus. Okay, pass auf. Dann gehen wir zuerst zu Kulim, würde ich sagen. Weil wir sollten ihm ja Bescheid sagen, dass... Los, trink! Dass er auf uns warten kann vor der Stadt und dass wir ihm dann die Sklaven bringen. Dann machen wir das mal. Also wenn ich die Wahl habe, sie auszusetzen, einfach zu killen oder sie an jemand anderen zu verkaufen, in der Hoffnung, dass er sie besser behandelt, dann will ich das natürlich an den anderen verkaufen. So, sind wir? Jawohl. Oh, Kulim. Ich habe da eine Frage, Kulim. Hallo? Wollen? Nee. Er sagt nichts. Vielleicht ist er zu sprachlicher Artikulation auch gar nicht befähigt. What? Hat er ihm die Zunge rausgeschnitten oder so? Auch nicht befähigt. Stellt euch das vor. Luvis macht sich für eine Regelung stark, nach der der Stock, mit dem ein Sklave gezüchtet wird, wäre ja noch schöner. Ich lasse mir nicht vorschreiben, wie ich meine Sklaven zu halten habe. Zum Glück hört dem Mann keiner zu. Was? Wie? Wo? Wollte er einführen, dieses typische Stock nicht dicker als Daumen, bla? Oh man, ist das kacke. Oh. Wisst ihr, was geil wäre, wenn es gehen würde? Wenn ich die Sklaven nehmen könnte, zu der Sklavenbefreierin mitbringen könnte. Und dann kriege ich halt kein Geld dafür und dann gebe ich einfach dem Alberto so die Hälfte von dem, was er erwarten würde oder irgendwie sowas. Man hat es schwer als Sklavenverkäufer, nicht Verkäufer, aber Halter. Das könnt ihr laut sagen. Versteht mich nicht falsch, ich befürworte keine Grausamkeiten gegenüber Sklaven. Aber einen Sklaven hungern zu lassen und zu züchtigen, wenn er einen Fehler macht, sollte doch im Bereich des Möglichen liegen. Oh nein, wieso kann ich nicht einfach kurz auf Wiedersehen sagen?
Entweder ihr seid widerlich und dann redet er wahrscheinlich nicht mehr für mir, mit mir oder Sklaven verkaufen. Ihr braucht 4 Sklaven? Alberto, ein Tu-nicht-Gut. Aber er versteht was von Qualität. Ich sage euch was. Bringt die Sklaven her, ich werde sie mir ansehen und dann sprechen wir über die Bezahlung. Einverstanden? Wartet am Stadttor auf mich. Am Stadttor? Wollt ihr mich meucheln? Ich hoffe für euch, dass das nicht der Fall ist. Wir sehen uns dort. Jetzt habe ich halt schon die Quest aktiviert. Warte mal. Ach, sehr gut. Warte, er hat gerade gespeichert, als wir frisch das Haus betreten haben. Dann lass mal noch nicht mit ihm reden. Lass mich noch mal kurz rausgehen. Ich nehme zuerst die Sklaven mit, beziehungsweise lass mich zuerst mit der Sklavenbefreierin reden. Ob das überhaupt eine Option ist, ob sie sie auch bei sich aufnehmen kann oder durch das Portal schicken kann oder was auch immer. Hey, du. Such nach Brin bei der Karawanserei. Okay, nein, das ist nur ganz allgemein etwas dazu. Gut, dann du irgendwas? Was kann ich für... Nein, okay. Dann ich hol zuerst die 4 Sklaven und nachdem ich mir die 4 Sklaven geholt habe, dann laufe ich nochmal zu der bezüglich Befreiung. Und dann sehen wir nochmal weiter. Das wäre so cool, wenn das funktionieren würde. Ich meine, okay, hier erwarte ich jetzt schon sehr, sehr viel. Also, wenn das geht, wäre ich wirklich beeindruckt. Eine Möglichkeit, die vorher nicht im Questlog steht und sogar eine dritte Alternative, um eine Quest zu lösen. So, Lubis. Der Segnungen 3. Warte, soll ich nicht von dir die Sklaven holen? Oh, Jesus. Rilla Sklave, tot. Warte kurz. Wie? What? Hieß es nicht von Lubis? Ist klar. Hä? Warte kurz. Bin ich überhaupt am richtigen... Gott, die Karte funktioniert nicht. Bin ich am richtigen Haus? Bitte, tut uns nichts. Was ist mit dem Sklaven dort? Welcher? Der da drin tot gelegen hat? Oh, frag das nicht. Wir dürfen nicht darüber sprechen. Bitte, fügt uns kein Leid zu. Ich will euch eigentlich befreien. Werde ich nicht, wenn ihr mir folgt. Wir machen alles, was ihr sagt, aber bitte, tut uns nichts. Wir sind doch nur einfache Sklaven. Oh Jesus. Da sind alle. Okay, ja, und alles klar. Also ich kann sie einfach so mitnehmen. Vielleicht ist da eine geflüchtet, weil da drinnen halt die Hölle los war, weil da eine getötet wurde. Guck mal, ich wäre in Probleme gekommen, wenn ich zuerst mit dem anderen Typen geredet hätte. Ja, den haben sie einfach erschlagen. Kann ich jetzt nochmal mit dir reden? Sehr. Nö. Okay. Weird. Es juckt ihn irgendwie gar nicht, dass ich alle 3 Sklaven mit eingepackt habe. So. Kommt bitte mit. Kann ich... guck mal, wie fröhlich der guckt. Er hat's zu tun. Nice. So, bevor wir jetzt irgendetwas machen, lasst mich zuerst... ich würde sie gerne... Ich werde alles versuchen, bevor ich die Sklaven an den Drecksack verkaufe. Seid ihr... Hallo? An den Drecksack verkaufen will ich als letztes versuchen, weil... Er scheint ja so, ne, seine Sklaven hungern zu lassen, zu schlagen und alles mögliche. Gut, es scheinen viele zu machen, aber... Hier, ich habe da so ein paar Leute, hallo? Wie kann ich... Nein, nichts. Komm schon, das wäre mega, wenn das gehen würde. Das wäre so geil. Komm schnell! Hier, du! Such nach Brin bei der... Es geht nicht, okay. Was ist, wenn ich sie... Was ist, wenn ich sie in die Zuflucht mitnehme? Oh. Ich kann sie nicht in die Zuflucht, okay. Oh, jetzt sind sie auf einmal weg. Okay. Schade, schade. Hätte mich wirklich gefreut. Fände ich sehr, sehr geil, wenn das gegangen wäre. Aber scheinbar habe ich keine andere Wahl. Okay, pass auf. Dann... Habe ich eigentlich vorhin jetzt den Gedankengang zu Ende gebracht? Ich kann auch richtig gut sehen, wie das zu einem Problem geführt hätte, wenn man zuerst mit diesem Kalum-Kulam oder sowas geredet hätte. Und man ihm gesagt hätte, hey, wir bringen dir 4 Sklaven und dann stellt sich heraus, dass irgendwie nur noch 3 davon leben und dann... Dann wäre er bestimmt ganz schön verärgert, dass wir nicht mehr so die versprochene Menge gebracht haben, quasi. So, da sind wir ja. So, dann wollen wir mal testen.
Ich weiß nicht. Ich glaube, selbst der Tod könnte angenehmer für sie sein, als von diesem Typen ein Leben lang in Züchtigung zu leben. So, und wo? Was sagt mir jetzt? Da sagt es mir, ich soll die einfach rausbringen. Okay. Kann ich euch jetzt hier einfach sagen, irgendwie, hallo? Wir folgen. Du bist frei? Wir folgen. Wir folgen. Nur der mit den weißen Haaren hat was zu tun. Mist! Ich habe alles versucht. Ich habe versucht, mit der Sklavenretterin zu reden. Als ich mit dem Typen geredet habe, dann war das nicht viel besser. Okay, das Einzige, woran ich jetzt noch Hoffnung habe, ist, dass sich die Sklaven nicht verlaufen werden, sondern dass sie von selbst... Also komm, wir laufen hier vielleicht gerade mal 5 Minuten aus der Stadt raus oder so. Dass ihr werdet hoffentlich euch noch orientieren können hier in der Wüste. Wenn ihr euch nicht mal so weit orientieren könnt, dann habt ihr es verdient, euch zu verlaufen und zu sterben. Nein, das vielleicht jetzt nicht, aber eigentlich schon. Nein, meine Hoffnung, ich meine, man könnte argumentieren, ja, der Tod ist vielleicht noch sanfter und angenehmer als ein Leben lang in Sklaverei ohne Aussicht auf Flucht. Erstens, hör auf, gegen den Brunnen zu rennen. Und zweitens besteht noch die kleine Möglichkeit, dass die Sklaven ihren eigenen Weg irgendwie in die Zivilisation zurück reinfinden. Das wäre so mein Wunsch. Ich meine, ja, ich weiß, ich bin Hardcore-Assassine und total böse und auch du Scheiße. Die Leute sehen mich und denken sich nur, ach du Scheiße, da hat der Gesichtschirurg Scheiße gebaut. Aber, ich, ja. Ich hoffe nur, euch fressen hier keine Dinos oder... ihr werdet nicht von irgendwelchen Untoten niedergeknüppelt oder von irgendwelchen Banditen vernichtet oder von irgendwelchen Sandstürmen zu Tode gequält oder... Okay, diese Wüste hat genug Probleme. Hierhin? Ich brachte die Sklaven in die Wüste. Hier kann ich sie nun ihrem Schicksal überlassen. Tifola wird erfreut sein. Ja, wie? Werden die hier einfach stehen bleiben? Hallo? Wollt ihr uns hier zurücklassen? Aber hier ist doch nichts! Oh. Wollt ihr uns hier... What? Ich habe keine Wahl? Oh, lame. Ob man denen irgendwie folgen kann? Und dafür sorgen kann, dass sie in Sicherheit kommen? Oder ob sie irgendwann despawnen werden. Oh nein, man kann, glaube ich, nicht dafür sorgen. Sie laufen. Oh, warte. Vielleicht kann ich sie noch schnell retten vor den ganzen Spinnen, die jetzt gerade da angelaufen kommen. Nein. Nein, lasst sie in Ruhe. So, okay. Ihr seid absolut in Sicherheit. Ihr solltet nur nicht irgendwie hier im Dreieck einfach stehen bleiben, hallo? Wollt ihr uns hier... Ah, okay. Wollt ihr uns hier... Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht beabsichtigt war, dass sie durch die Spinnen sterben. Jetzt habe ich sie gerettet und dann habe ich mir eigentlich eine Reaktion erhofft. Schade, schade. Hätte ich echt super gefunden, wenn man das hätte noch irgendwie anders lösen können, außer an den Sklavenhändler da zu verkaufen. Leute, ich verlasse mich auf euch. Bitte sucht euch einen Weg, findet einen anderen Weg hier raus. Irgendwo in die Freiheit, irgendwas, aber bitte, bitte sterbt einfach nicht vor euch hin. Oh nein, wieso lasst ihr uns zurück? Wir wissen doch gar nicht, wo wir sind. Sternchen bleibt einfach an der Stelle stehen, Sternchen, obwohl man kurz davor gerade eben erst die Stadt verlassen hat. Sternchen, 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 Sternchen. Schade, aber na gut, wir sind Assassinen, wir sind böse. Ich muss mir immer wieder vor Augen führen, ich darf das nicht vergessen. Manchmal vergesse ich, böse zu sein, das passiert mir öfter, das ist ein sehr schlimmer Charakterzug. Es wird von mir erwartet, dass ich voll der üble Drecksack bin und dann kriege ich nicht mal das auf die Reihe. Schrecklich, furchtbar einfach. Boah, das ist so viel angenehmer, das ist so schön, die Schnellreise zur Assassinenburg. Ihr könnt mir sogar echt vorstellen, dass das schon vorher da gewesen ist. Ich habe es nur immer übersehen. Obwohl, es hat mir niemand in den Kommentaren gesagt, dass die Schnellreiseoption da existiert. Aber das ist gut. Dann muss ich weniger rausschneiden für euch. Dann können wir alles mehr an einem Stück uns hier angucken. Und ich muss nicht immer so einen 5 bis 10 Minuten Reisebatzen rausschneiden.
muss ich nicht so viel verwerfen von der Aufnahme. Sonst bin ich immer dazu gezwungen, mehr und mehr und mehr zu tun und aufzunehmen und alles wird wieder rausgeworfen. Hilfe! Tifola! Du alles Sackradde! Sprecht. Was ist los? Aufgabe. Ja, wie ich sehe, kann man sich darauf verlassen, dass ihr eure Aufgaben erledigt, wie auch immer sie aussehen müssen. Das ist gut zu wissen. Okay. Quest beendet, mein Freund. So, bevor ich aber wieder zu dir zurückkehre und irgendwie 24 Stunden oder so warte für die nächste Quest, Tadif, der Ausbilder, verlangt mich zu sehen, beziehungsweise mit mir zu sprechen.